Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Oreo Chocolate Peanut Butter Pie. Oreo mit mit Schokoladen-Erdnuss-Butter-Kuchengeschmack auf Deutsch gesagt. Wie geil ist das denn? Diese Sorte gibt es in den USA mit einem hellem Oreo-Keks und zwei verschiedenen Cremes. Einmal links die Schokolade, rechts Peanut Butter und daraus soll ein Oreo-Schokoladen-Peanut Butter bzw. Erdnuss-Butter-Kuchen entstehen, wenn man es denn isst. Nicht wundern, ihr Lieben, ich werde gleich die Verpackung nochmal öffnen, denn ich habe diese Kekse schon diversen Gästen hier angeboten, bis mir eingefallen ist, Moment mal, Daniel, du hast die noch gar nicht selbst probiert, geschweige denn vorgestellt und getestet. Und das werden wir jetzt nachholen. Eine neue Sorte aus den USA, immer der passende Tipp. Lohnt es sich fürs Reisegepäck oder nicht? Das werden wir gleich erfahren. Aber zunächst einmal gehen wir in die Großaufnahme. Und so sehen die aus. Und ich kann euch sagen, als ich die Verpackung gerade geöffnet habe, die riechen richtig lecker. Es riecht hier intensiv nach Erdnuss und das ist definitiv kein Muss, aber tatsächlich sind bei diesen Oreos auch Erdnüsse enthalten. Und hier könnt ihr auch nochmal die beiden Schichten sehen. Erdnuss und Schokolade und der goldene Oreo-Keks. Und ihr habt euch bestimmt gerade gefragt, wie bitte Oreo Peanut Butter ohne Erdnüsse? Ja, die gibt's. Wir haben in Deutschland so eine Peanut Butter Sorte. Guckt mal hinten drauf, da sind nicht mehr Erdnüsse enthalten, da ist nur Peanut Butter Aroma. Aber hier haben wir wirklich Peanut Butter. Hier steht hinten drauf bei den Zutaten Dry Roasted Peanuts. Wie cool ist das denn? Und ich meine, es gab auch mal so Mini-Oreos mit Reese's. Das war auch eine geile Kombi. Aber hier zeigt Oreo, dass sie Peanut Butter auch so können. Und die eine Hälfte schmeckt wirklich richtig geil nach Erdnussbutter. Alter Falter. Die Schokolade, die raucht dahingehend so ein bisschen ab, kommt fast gar nicht mehr so durch. Die schwächt eigentlich diesen schönen, geilen Peanut Butter Geschmack, der sonst so gut durchkommt. Ich beiße jetzt mal hier in die Mitte rein. Die Peanut Butter kann was. Die ballert, auch wenn die natürlich jetzt hier nicht so intensiv ist wie eine richtige Erdnussbutter in Auszügen vorhanden, sage ich mal. Aber geschmacklich ist das geil. Ich mag diese Oreo-Sorte und ich hätte sie auch, vielleicht wäre sie auch ohne das Schokoladenteil, vielleicht wäre es dann zu intensiv. Ich weiß es nicht. Pie, Kuchengeschmack ist ja auch noch drin. Ich glaube, dieses Pie, dieser Pie-Geschmack, der soll von einem goldenen Oreo-Keks kommen. Ja, ist in Ordnung. Nur von der Schoki schmeckt man nach dem Peanut Butter nicht mehr so viel. Aber ihr wisst, was geil ist. Und zwar die Peanut Butter Seite. Und die ist so geil, dass ich dieser Sorte wirklich gute 8 Punkte geben würde. Also die müsst ihr probieren. Wenn ihr in den USA seid und ihr fragt euch, oh Gott, welche Oreos soll ich denn mitnehmen? Chocolate Peanut Butter Pie. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, ihr Lieben. Und ihr macht auch nichts falsch und alles richtig. Wenn ihr den Kanal hier oben abonniert, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi!